Moin Leute, der Rockshop heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Rockshop Adventskalenders 2019. Und heute gibt es eine weitere Reaction, die mir von euch vorgeschlagen wurde, die sich gewünscht wurde. Nämlich reacten wir heute auf Falling in Reverse Popular Monster. Und ich muss dazu sagen, Falling in Reverse ist mir an sich namentlich ein Begriff. Allerdings habe ich da noch nie bewusst reingehört und kenne auch keinen einzigen Song dieser Band. Das heißt, es wird heute ein Debüt für mich. Ja, also das erste Mal gibt es ja immer. Von daher bin ich gespannt, was mich erwartet. Ich habe mich ein bisschen informiert gehabt und es soll wohl Metalcore auf mich zukommen. Sänger Ronnie Radke war mir namentlich ein Begriff. Allerdings hätte ich den jetzt auch bandmäßig nicht zuordnen können, wenn mich jemand gefragt hätte, wo der denn mitmacht. Also ja, so ungefähr habe ich den mal aufgeschnappt, genauso wie den Bandnamen auch. Aber genaueres ist mir bisher unbekannt gewesen. Von daher bin ich gespannt, was mich erwartet. Und ich bin gespannt, ob es mir gefallen wird und was ich dazu sagen kann, so als Musiker. Ja, dann würde ich mal sagen, laber ich gar nicht lange rum. Ich verweise auf die Rockshop-Playlist in der Beschreibung. Da könnt ihr wie immer jede Woche neue Songempfehlungen meinerseits, ja, mitkriegen, was ich aktuell so feier, was ich so höre, was so neu rauskommt. Und ja, der Song ist ja auch relativ neu raus, habe ich gesehen, vor 4 Tagen hochgeladen, also zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Das dürfte dann jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Video kommt, schon so mindestens 1 Woche, 1,5 her sein. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Ja, dann würde ich mal sagen, labern wir gar nicht lange rum. Habe ich zwar gerade schon mal gesagt, habe trotzdem gelabert. Ich starte den Song einfach. So, komm. Falling Reverse Presents Star Wars. Was? Nee. Popular Monster, genau. Bin ich gespannt drauf. Ja. Hilfe, Mord und Totschlag. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay, yeah. I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay, okay. Yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons simultaneously rage. It Ha. Die Tannen gewartet, weil sie ist ja Medico. Oh. Nicht schlecht. Trapped in a maze, every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. Is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. I need to change a couple things cause something is missing. And what if I were to lie? Nenner ist das Song. Eigentlich wollte ich ja Stopp drücken, aber... Nee, mach ich nicht. Ja, okay, Double Bass, sehr schön. Alles klar. Junge. DJI geht. Lol. Gut. Nicht die besten Effekte, die ich je gesehen habe, aber geht.
Okay, nach meiner anfänglichen Verwirrung, wo denn da jetzt der Metalcore oder Metal bleibt, muss ich sagen, ist geil. Also, doch, 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 ist geil. Also, der Chorus ist wirklich sehr geil. Als ich dann gemerkt habe, was da die Dynamik des Songs ist, fand ich den Rap-Teil auch gut. Der hat mich am Anfang nur ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, so, ist das jetzt so. Ist das jetzt so, so Metal Band goes full Hip-Hop? Oder soll ich deswegen darauf reagieren? Weil ich vielleicht denken so, oh, was ist denn aus denen geworden? Ja, aber war ein guter Mix. Also wirklich, finde ich cool. Der Song. Auch lyrisch, natürlich, ich sag mal so, das Thema mentaler Struggle oder psychische Probleme, psychische Erkrankungen vielleicht auch in dem Sinne, also Mental Health. So, das ganze Thema Depression und so weiter, das ist ja jetzt auch im Metal kein neues Thema. Und das scheint mir hier auch wieder mal sehr stark thematisiert zu sein. Und das ist im Video am Ende, habe ich ja gerade einen Kommentar gelesen. I love how in every video his daughter is his anchor back to reality. Also war aber seine Tochter, die am Ende da aufgetaucht ist. Ich kann mal kurz in den Text reingucken. Das war so ein, zwei Zeilen, die haben mich gerade sehr, sehr interessiert. So, ich bin jetzt hier mal auf der Lyrics-Seite gelandet und ich habe jetzt auch gerade noch gelesen, dass Ronnie Radke, der Sänger hier, wohl mal im Gefängnis saß wegen Anstiftung zum Mord. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch noch in den Text mit reinspielt, gerade in Bezug auf die Zeile Popular Monster, dass er sich da selbst als Monster sieht durch diese Vergangenheit. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig zuordnen, da mir also das Hintergrundwissen, das Weitere fehlt. Ich habe das nur mal aufgeschnappt kurz und ich denke, das könnte da reinspielen. Was ich aber interessant finde, ist, I think I'm going nowhere like a rat trapped in a maze. Every wall that I knock down is just a wall that I replace. Das ist ja also gerade nochmal auf das Thema Depressionen zurückzukommen. Das ist ja auch sowas, dieses Every wall I knock down is just a wall that I replace. Wenn man so ein Problem weggeschafft hat, dann findet man immer wieder ein neues und teilweise sucht man auch Neues. Und das ist auch was mir schon aufgefallen ist, dass man sich die Probleme, wenn keine da sind, irgendwie selbst zusammenbastelt und sich dann wieder irgendwie in diese Lage reinbringen möchte, fast schon. Vielleicht nimmt man es nicht wahr, dass man das will, aber man macht es einfach automatisch, weil man sich in diesem Feeling einfach gewohnt fühlt, in diesem. Es muss immer irgendwas sein, was mich runterzieht. Es muss irgendwas sein, was mich fertig macht. Es ist immer irgendwas da. Allein diese Grundhaltung, es ist immer irgendwas da, was scheiße ist in dem Sinne, das ist unterbewusst, das setzt sich fest. Das spiegelt sich hier in der Zeile auch wieder. Da hat man immer dieses Gefühl, es ist immer irgendwas so. Wenn eine Sache aus dem Weg ist, ist die nächste schon da. Auch wenn es vielleicht gar nichts Schlimmes ist, aber man redet sich das schlimm. Und man denkt immer, es ist ja irgendwas, es ist immer irgendwas. Mein Leben ist ja schlecht, so nach dem Motto, es geht mir ja nicht gut. Das redet man sich dann ein. Das ist gefährlich, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und das habe ich hier in der Zeile auch direkt rausgehört, als ich den Song gehört habe. Deswegen hat mich auch direkt so ein bisschen meine Aufmerksamkeit gecatcht. Ich weiß, dass gecatcht kein richtiges englisches Wort ist. Ist so eine Sache. Aber das mit dem How the fuck will I escape if I never close my case? Das Case könnte sich ja auch auf diesen Kriminalfall in dem Sinne, also Case ist ja auch so. Das kann damit zusammenhängen. Wie gesagt, mir fehlt da das Hintergrundwissen, das ausführliche Hintergrundwissen, aber ich nehme an, dass es um eine Mischung aus diesen beiden Themen geht, also eben diese Vergangenheit von ihm und eben diese psychischen Probleme vielleicht auch, die dadurch vielleicht auch angetrieben werden. Ja, das kann natürlich auch ein Auslöser sein für solche negativen Gedanken und das erscheint mir hier sinnvoll, also als Schlussfolgerung. Ja, lasst mich gerne wissen, was zu dem Song noch zu wissen ist und auch zu dem Hintergrund, zur Hintergrundgeschichte. Ich finde den Song auf jeden Fall musikalisch sehr gut, hat mir sehr gefallen, hat mich sehr überrascht auch, aber der Chorus, der war wirklich sehr, sehr cool. Speziell der Chorus ist mir jetzt am meisten hängen geblieben. Lasst mich doch einfach mal wissen, was ihr davon haltet, was ihr inhaltlich vom Song haltet, was ihr mir noch an Aufklärung mitgeben könnt. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr den Adventskalender weiterhin verfolgen möchtet und nichts verpassen wollt, falls ihr es nicht gemacht habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein, checkt die Rockshop-Playlist. Adventskalender off, ich bin raus.